Hallo Freunde der Sonne, was geht ab? Der Sebi hier und heute möchte ich dir verraten, wie du trotz schlechten, beschissenen Scheiß-Dreckswetter gute Laune bewahren kannst und dich gut fühlst. Und also man merkt es vielleicht auch an meinen Videos, ja, im Sommer, da bin ich die ganze Zeit draußen und im Winter, da bin ich aber jetzt nicht unbedingt der Typ, der dann ständig bei minus 20 Grad, übertrieben, aber weißt du, wenn es saukalt ist und noch dazu, gerade hier, heute an diesem Tag, wenn ich dieses Video drehe, es pisst draußen, es ist eklig, es ist neblig, es ist grau und eigentlich will man gar nicht rausgehen. Und wenn man sich mal die Gesichter der Leute anguckt, dann sieht man, dass ganz viele alles andere als entspannt mit diesem komischen Wetter umgehen und dass das einen sehr großen Einfluss auf ihr Wohlbefinden hat, ja. Und heute möchte ich dir einfach mal ein paar Tipps mitgeben, die mir helfen, dass ich trotz beschissenem Wetter meine gute Laune behalte und meine Lebenslust und alles einfach cool und entspannt weiterläuft wie bisher. Dazu habe ich mir 5 Tipps notiert, die ich dir mitgeben möchte, die ich auch alle selbst anwende, jeden Tag, wenn beschissenes Wetter ist. Und das erste und der wichtigste ist, genieße das drin sein. Ja, das hilft dir zwar jetzt nichts, wenn du draußen bist, aber was man im Winter immer sehr gut machen kann, ist einfach, dass man sich zu Hause so gemütlich macht wie noch nie. Mach dir ein paar Kerzen an, vielleicht hau dich in die Badewanne, gönn dir einfach Ruhe, mach dir eine Kanne Tee, guck dir eine nette Serie an, lies ein Buch und genieß die Zeit zu Hause, genieß das Rumgammeln, das Nichtsmachen und sieh das als Zeit, die du dir selber gönnst. Und das Zweite, und das wird dir vor allem dann helfen, wenn du viel draußen unterwegs bist, das ist nämlich, akzeptiere die Kälte und akzeptiere das scheiß Wetter. Denn, und das wird dir vielleicht auch schon mal öfter aufgefallen sein, in dem Augenblick, wo du dich innerlich wehrst dagegen, wo du denkst, so eine Scheiße und warum ist es nicht schön und überhaupt und ich will, dass wieder die Sonne scheint, wird das alles noch viel schlimmer, weil du diesen Kontrast viel mehr hast. In dem Augenblick, wo du aber anfängst, einfach das wahrzunehmen und vielleicht dich in die Kälte hineinfühlst, vielleicht einfach mal die Stellen in deinem Körper fühlst, die kalt sind und aber dich gar nicht dagegen wehrst, sondern das einfach annimmst, dann wird das irgendwann automatisch verschwinden und dann wirst du merken, dass Kälte irgendwann gar nicht mehr diese Kälte für dich ist, sondern dass es irgendwann einfach nur noch ein Gefühl ist, das halt da ist. Aber es ist nicht unbedingt etwas Schlimmes. Ja? Alles wird erst dann zu etwas Negativem, wenn wir es als etwas Negatives bewerten. Und in dem Augenblick, wo du akzeptierst, verschwinden die meisten Dinge. Kommen wir nun zum nächsten und das ist auch etwas, was mir vor allem dann hilft, wenn es wirklich saukalt draußen ist, nämlich mach dir warme Gedanken. Und du wirst merken, und es ist ja etwas, was ich schon sehr oft erzählt habe, auch in anderen Videos, unsere Gedanken beeinflussen das, wie wir uns fühlen. Ja, und in dem Augenblick, wo du dir warme Gedanken machst, in dem Augenblick, wo du die Augen kurz mal zumachst und vielleicht an deinen letzten Urlaub denkst, wo du am Strand warst mit 30 Grad und schöne Mädels im Bikini. Und in dem Augenblick wirst du merken, dass dir innerlich einfach so ein bisschen mollig warm wird. Und das ist cool und es hilft dir vielleicht nicht über den kompletten Tag hinweg, aber es hilft dir zumindest über so Kälte-Peaks ganz gut hinweg. Kommen wir nun zum nächsten Tipp. Das ist jetzt der 4. hier auf meiner Liste. Und der ist, nutze die Zeit für dich. Das hängt sehr viel mit genieße das Drinsein zu tun. Aber ich möchte nochmal dir speziell raten, dass du dir die Zeit nimmst für etwas Sinnvolles. Und ich, vor allem im Winter, ich nutze die Zeit, um einfach noch mehr zu mir selbst zu finden. Einfach, weil ich mir auch mal Zeit nehme, wo ich einfach nur mal 2 Stunden in meinem Bett liege und nichts mache, vielleicht Musik höre im Hintergrund, wo ich einfach den Fokus auf mich lenke. Ja, im Sommer ist man die ganze Zeit draußen unterwegs und on Tour und so. Aber im Winter hat man die Möglichkeit, wirklich sich auf sich selbst zu besinnen. Und das ist geil. Genau, und der letzte Tipp, den ich dir geben möchte, der 5. Tipp, ist, verschiebe den Fokus. Also denk dir nicht, oh, ich bin draußen, es ist scheiße, es ist kalt, sondern verschiebe den Fokus und denk dir, ich bin draußen, ich härte mich gerade richtig ab. Ich stärke mein Immunsystem dadurch, dass ich mich langsam an die Kälte gewöhne und einfach nur dadurch, dass du diesen Fokus verschiebst in deinem Kopf,
ist die Kälte gar nicht mehr so schlimm, sondern ist etwas, was dich unterstützt, dein Immunsystem zu stärken. Bam, und das war's mit meinen 5 Tipps. Wenn du jetzt noch irgendeinen Tipp hast, wo du sagst, der ist Bombe, den muss ich mitteilen, ab damit in die Kommentare. Check auch mal meine Infobox, das sind meine Buchempfehlungen und ich habe mittlerweile noch ganz viele andere Empfehlungen da drin. Einfach mal unten checken, kommst du auf Amazon, wenn du über einen der Links was kaufst, dann kriege ich eine kleine Provision, dann freue ich mich, auch wenn du irgendwas ganz was anderes kaufst. Dich kostet es nicht mehr, also wenn du mich ein bisschen auch finanziell unterstützen möchtest, dann klickst du mal unten auf die Links. Ansonsten freue ich mich auch einfach, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Der Sebi, bis dahin einen wunderschönen sonnigen Tag, zumindest im Herzen. Ciao.